Und deswegen sagen die Ahlul Ilm, Al-Masa'ib laysat mukaffira bidatiha. Schicksalsschläge, Unheil, das den Menschen trifft, das alleine tilgt nicht die Sünden, sondern das gepaart mit der Geduld. Das gepaart mit der Geduld zusammen. Tayyib. Die Ahlul Ilm sind sich uneinig darüber, was mit dem Wort At-Ta'un gemeint ist. Ist damit eine bestimmte Krankheit gemeint? Es gab nämlich eine bestimmte Krankheit, die so genannt worden ist. Und nach den Beschreibungen der Ahlul Ilm gehe ich mal davon aus, dass es sowas wie Windpocken war. At-Ta'un, sie haben nämlich gesagt, Hautausschläge mit Fieber, die mit Fiebererscheinungen begleitet werden und überbrechen und derartiges. Ich gehe mal davon aus, dass es sowas war. Manche sind der Auffassung, dass damit jede Krankheit gemeint ist, die sich stark verbreitet und in Umlauf kommt. Der Prophet sagt hier, dass er den Lohn eines Märtyrers bekommt, aber er nennt auch hier wieder die zwei Bedingungen. Er sagt, صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Wenn er dies mit Geduld erträgt, in der Hoffnung auf die Belohnung Allah Ta'alas und mit dem Wissen, dass ihn nur trifft, was für ihn vorgeschrieben ist. Wenn jemand an der Pest oder einer derartigen Krankheit verstirbt, wie hier beschrieben, nicht mit diesen Eigenschaften, trifft das dann auch zu? Nein, das trifft dann nicht zu. Ja. Und hier ist ebenfalls der Befehl, also der Hadith impliziert den Befehl, bei der Pest in seinem Haus zu bleiben. Sag? Sagt er nicht, فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ, dass er in seinem Land bleibt, wo er ist, ja, seinen Ort nicht verlässt. Nein.